Hallo meine Lieben, heute zeige ich euch ein Dal-Rezept. Ein sehr simples, aber dennoch sehr leckeres Rezept und wir fangen auch schon direkt an. Als erstes gebe ich die gewaschenen Linsen in den Topf. Ich habe heute Mungdal verwendet. Ich blende euch gleich auch ein Bild ein, wie die Linsen aussehen, die ich verwendet habe. Ihr könnt aber auch zum Beispiel rote Linsen verwenden. Das könnt ihr frei entscheiden. Die genauen Mengenangaben schreibe ich euch auch noch unten in die Infobox rein. Danach machen wir weiter mit 1 Liter Wasser, damit die Linsen schön darin aufkochen können. Und im Anschluss gebe ich gleich dazu dann auch schon die Gewürze mit rein. Die schreibe ich euch auch alle mit unten in die Infobox. Danach schließe ich den Deckel und ich lasse das Ganze für ca. 20 bis 30 Minuten kochen. Ihr könnt zwischendurch auch mal umrühren, aber am Anfang auf jeden Fall so um die 10 Minuten zulassen. In der Zwischenzeit bereiten wir schon mal den Döner vor. Hierfür gebe ich ca. 100 Gramm Butter in einen kleinen Topf oder in eine kleine Pfanne, ist euch überlassen. Darin brate ich gerne Chilis an, also ihr könnt frische Grüne benutzen. Ich benutze jetzt heute, habe ich Chili Flakes benutzt. Ganz wichtig auch noch Knoblauch. Ich schreibe euch unten rein, wie viel gehackten Knoblauch. Und sehr gerne werden auch Kreuzkümmelsamen reingetan. Ich mag die Samen allerdings nicht so gerne, deswegen packe ich eher den Pulver dazu rein. Also habe dann auch noch ein bisschen Kreuzkümmelpulver reingetan. Und genau, das Ganze soll jetzt ein bisschen heiß werden. Das müsst auf jeden Fall sehr gut anbraten. Und dann kippen wir das nachher in den Dal mit rein, nachdem der Dal fertig gekocht ist. Wenn der Dal fertig gekocht ist, seht ihr auch, die Konsistenz ist ganz anders. Es ist cremiger geworden. Das zeige ich euch gleich nochmal. Und dann habt ihr auch die perfekte Konsistenz. Bei mir war das nach ca. ich glaube so 20 bis 25 Minuten. Zwischendurch habe ich zweimal umgerührt. Das Ganze immer schön auf mittlere oder sogar niedriger Stufe kochen lassen. Und dann bekommt ihr auch so ein schönes Ergebnis. Ihr könnt an der Stelle auch gerne Zitronensaft ein bisschen reingeben oder gehackten Koriander. Das ist euch überlassen. Das schmeckt auch sehr lecker dazu. Und dann gebt ihr gleich einfach die Buttermischung, also die Butter-Knoblauch-Mischung mit in das Dal. Und dann müsst ihr so lange umrühren, bis sich das beides kombiniert hat. Einfach schön unterrühren, die Butter. Und dann lässt ihr das Ganze nochmal kochen. Ich würde sagen nochmal so für 5 bis 7 Minuten mit geschlossenem Deckel. Und dann ist es auch schon fertig. Ich serviere dann gerne mit Reis und Salat. Und es schmeckt so gut und ist wirklich super, ist simpel und eigentlich sehr schnell auch gemacht. Ich wünsche euch guten Appetit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.